sind Kathleen Schinkewitz und Anne Teichmann und gemeinsam haben wir das Netzwerk Kleinstadt Ladies Borna gegründet. Wir haben uns vor über 5 Jahren kennengelernt, im Elternbeirat, in der Krippe unserer Töchter. Und es war damals Liebe auf den ersten Blick. Wir haben gemerkt, da sind ähnliche Interessen. Und dann haben wir unsere Freizeit miteinander verbracht. Wir waren zum Beispiel auf einem Flohmarkt in der Umgebung und haben uns dort die Frage gestellt, warum gibt es sowas nicht bei uns in der Stadt, hier in Borna? Und ja, kurzerhand haben wir dann einfach so einen Flohmarkt realisiert. Mitten in der Corona-Zeit war das damals. Und haben gemerkt, das matcht total gut mit uns. Wir wollen mehr. Und so haben wir unser Baby gegründet, Kleinstadt Ladies. Wir sind ein Netzwerk von ganz vielen Frauen. Wir sind meistens auf Instagram und Facebook unterwegs, aber man trifft uns auch ganz viel in der Umgebung, in Restaurants, auf Spielplätzen und wir haben auch ganz viele eigene Veranstaltungen. Damit ging es eigentlich los, dass wir ganz viele eigene Veranstaltungen ins Leben gerufen haben und dass wir da gemerkt haben, es gibt so viele Frauen hier in der Stadt, die eigentlich nur darauf gewartet haben. Es gibt Ladies, die ein Business gründen wollen. Es gibt Ladies, die vielleicht schon irgendwo im Keller ein eigenes Business haben, die einen Online-Shop betreiben, die ganz viele Follower auf Instagram haben und von denen einfach noch niemand was weiß. Und dafür sind wir da. Wir stellen Events vor, wir besuchen die Leute draußen, wir stellen Ladies vor, die irgendwie ein Geschäft haben oder die irgendwas zu sagen haben, egal ob das ein Laden in der Innenstadt hier in Borna ist oder ob das vielleicht ein Online-Shop ist oder ob das vielleicht einfach eine Sache ist, wie ein kleiner Fotografiedienst, den man für seine kleine Party buchen kann. Wir sind quasi das Sprachrohr für alle Frauen, die hier leben und natürlich auch für alle Familien. Genau, wir haben festgestellt, dass einfach die Frauen diejenigen sind, die maßgeblich in der Familie für das Planen des Wochenendes zuständig sind oder die einfach gerne wissen möchten, was machen wir heute, was können wir mit der Familie unternehmen. Die wollten wir ein bisschen an die Hand nehmen mit unserem Instagram- und Facebook-Kanal und denen so ein bisschen einfach eine Lösung bieten. Was kann ich in Borna tun mit Freunde, Familie, wo kann ich essen gehen, wo macht es Spaß, was weiß vielleicht noch nicht jeder und wir wollten einfach alle Kanäle so ein bisschen bündeln und aufbereiten für die Ladies. Und das ist uns tatsächlich ganz gut gelungen, sodass wir eine Reichweite von über bis zu 7000 Konten haben auf Instagram, die also wirklich schauen, was kann ich tun. Und wir merken auch an der, wir kriegen auch Feedback und die Rückmeldung ist total positiv, dass da ganz lange drauf gewartet worden ist. Wir haben viele Ladies, die sich bei unseren Veranstaltungen wieder treffen, die Zurückkehrer sind, die wiederkommen und sagen, ich habe irgendwie meinen Freundeskreis von früher nicht mehr, den hätte ich gern wieder oder wie kann ich mir einen neuen Freundeskreis aufbauen? Die kommen dann zu uns, lernen andere interessante Ladies kennen und so spinnt sich einfach dieses Netzwerk immer größer. Wir haben ganz viele Unterstützer-Ladies, die sagen, ich komme zu euren Events, was kann ich tun, wie kann ich euch helfen? Und es macht total Spaß, da zu arbeiten. Wir hatten das große Glück, dass die Stadt Borna auf uns aufmerksam geworden ist im Rahmen des ZIZ-Programms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren. Borna hat dort einen relativ großen Preis, also einen Förderpreis gewonnen und wir hatten das große Glück, dass wir eingeladen wurden und dort eine Umfrage machen durften. Also was wird in der Innenstadt eigentlich gebraucht, besonders eben von Frauen und von jungen Familien? Wir waren einfach das Sprachrohr dieser Zielgruppe und haben gesagt, die können wir ganz super interviewen, mit denen eine Runde durch Borna drehen. Und das hat der Stadtverwaltung natürlich immens geholfen, dass da jemand ist, der das Sprachrohr ist, der die Ideen und Fragen und Anmerkungen bündelt und dann weitergeben kann. Und so sind im Rahmen dieses ZIZ-Programms ganz tolle Ideen entstanden. Also wir haben ein leerstehendes Café für einen Tag wiederbelebt. Wir haben ein mobiles Möbelstück errichtet lassen mit Hilfe dieses Programms. Also es ist eine riesengroße Bank geworden, die Mitglieder des Seehaus e.V. Gebaut haben. Der Seehaus e.V., das sind straffällig gewordene Jugendliche, die durch Maßnahmen wieder in den Arbeitsmarkt und in das Leben zurückgeführt werden sollen. Und die erlernen in dieser Maßnahme handwerkliche Fähigkeiten. Unter anderem machen die ganz viel Holzbearbeitung und da
haben wir gedacht, die können doch super diese wunderschöne große Bank bauen. Und sie haben das ganz klasse gemacht und waren super stolz auf das Ergebnis. Und wir haben uns sehr mit ihnen gefreut, dass wir das realisieren konnten. Und so sind ganz verschiedene Projekte entstanden und werden auch noch entstehen. Wir haben unser Familienbüro beziehen können im Dezember letzten Jahres. Das ist jetzt die Anlaufstelle für alle, die Interesse haben, die Fragen haben, die Sorgen haben, aber auch Ideen haben. Alle sind bei uns willkommen, Männer wie Frauen, und die vielleicht auch eine Business-Idee haben oder gern ein leerstehendes Geschäft befüllen möchten. Die sind bei uns immer an der richtigen Stelle. Wir sind jeden Dienstagnachmittag zu sprechen und dann entstehen wirklich die tollsten auch wieder Netzwerke, Ideen und die tollsten Sachen, ja. Unsere Good News für Sachsen sind, dass Netzwerken funktioniert, dass wir ein Initialzünder sein können für Ideen, dass wir Mut machen können, dass wir Ladies an die Hand nehmen können und sagen können, let's do this, wir schaffen das. Wir haben vor kurzem bekannte Freunde quasi in die Selbstständigkeit bringen können. Sie haben jetzt ein Restaurant in Borna eröffnet und auch da haben wir gerade durch das Marktcafé, was wir veranstaltet haben, da konnten wir der Motor sein für diese Idee, ein Restaurant zu eröffnen in Borna. Und das hat uns mit sehr viel Freude erfüllt und das wollen wir sehr viel mehr noch haben. Genau, also wir spüren bei allem, was wir machen, diesen Zusammenhalt, diese Lust, was zu gestalten, diese Energie, besonders bei den Frauen. Und die brauchen eigentlich nur einen ganz kleinen Schubs und dann legen die sofort los. Wir würden gern davon berichten, dass es Früchte trägt, dass es viel mehr Leute gibt, die sich durch uns angespornt fühlen, die sagen, dank der Kleinstadt-Ladies habe ich mich getraut, die wir an die Hand nehmen können. Wir merken, wie gesagt, dass da ganz viel Potenzial da ist, dass man das nutzen kann, ausschöpfen kann und dass es wieder, wie eine Kraft da ist, eine Energie in der Innenstadt, in der Kleinstadt. Und das kann man natürlich total auf den gesamten Freistaat, auf ganz Sachsen adaptieren. Es gibt da viele Kleinstädte und Mittelzentren, wo das genauso funktionieren kann. Und vor allem möchten wir auch sagen, dass Borna eben nicht nur irgend so eine Stadt an der Autobahn zwischen Leipzig und Chemnitz ist, sondern dass Borna ganz, ganz viel zu bieten hat. Es lohnt sich, Borna zu besuchen, es lohnt sich, hierher zu kommen, die Stadt zu erleben, die Seen zu erleben. Es lohnt sich, hier zu wohnen und es lohnt sich, einfach mal bei Insta vorbeizuschauen und jede Woche zu gucken, was man hier so alles Schönes unternehmen kann. Uns gibt Hoffnung, dass es funktioniert, dass wir schon Erfolge feiern konnten. Wir haben zum Beispiel auch ein Geschäft, dem der Leerstand drohte, mit einer Nachfolgerin konnten wir aushelfen. Also wir haben eine Art VIP-Shopping in einem Geschäft veranstaltet. Die Besitzerin kam auf uns zu. Sie ist über 70 Jahre alt und möchte gern jemanden, der ihr Geschäft übernimmt. Sie möchte nicht, dass das Geschäft leer steht. Und somit haben wir im Rahmen eines VIP-Shoppings aufmerksam gemacht auf diesen Laden, was es dort gibt. Die Ladies konnten exklusiv shoppen gehen und wir haben tatsächlich im Rahmen dieses Shoppings und dem nachfolgenden Beitrag bei Social Media dafür sorgen können, dass da eine Nachfolgerin gefunden wird, die jetzt diesen Laden erfolgreich betreibt. Und das macht uns Hoffnung, das macht uns unendlich Freude und Spaß. Und wir möchten gern, dass die Stadt, in der wir leben, erlebbar ist, dass es eine Innenstadt gibt, die nicht ausblutet, sondern die einfach wieder neuen Mut fasst und loslegt und wieder erlebbar gemacht wird. Wir wünschen den Menschen in Sachsen viel mehr Ideen, viel mehr Lust hier zu leben, viel mehr gute Laune. Die haben wir tatsächlich jeden Dienstag, wenn wir die vielen Frauen hier in Empfang nehmen und einfach wieder Lust auf alles, was man irgendwie gestalten kann. Ja, wir wünschen viel mehr Mut, dass man sich traut, dass man auf uns zukommt, uns anspricht, uns um Hilfe bittet. Und natürlich kann das, wie gesagt, auf alle sächsischen Kleinstädte und Mittelzentren ausgeweitet werden und auf viele andere Initiativen. Und das wünschen wir uns zukünftig in Sachsen.